So, da sind wir wieder. Ich hatte schon Sorge, ihr würdet gar nicht mehr aufwachen. Ich wünsche es mir auch fast. Wir sind bei Kashyyyk. Ich finde das immer noch zu gefährlich. Der Planet ist unter der Kontrolle des Imperiums. Ich hoffe, euer Kontakt ist verlässlich. Ich vertraue ihm. Er hat mich in die Wolkenstadt geschleust und ist ein alter Freund des Jedi-Ordens. Aber du musst nur wissen, dass dort unten etwas ist, das ihm viel bedeutet. Hol es. Vielleicht hilft er dir dann gegen das Imperium. Was holen? Geduld, Junge. Wurden wir gesehen? Nein. Die Tarnvorrichtung ist voll funktionsfähig. Bringt uns runter. Yo, boah, geiles Setting. Alter, Kashyyyk steht in Flammen. Scheiße. Wonach suche ich hier eigentlich? Kashyyyk ist ja nicht so schön. Ich weiß natürlich, nach wem wir suchen. Beziehungsweise, wir haben es alle gerade schon gesehen. Ja, Prinzessin Leia wurde nicht umsonst eingeführt. Blitzschild erlernt. Wenn er um den Schild zu aktivieren, erlenkt den erlittenen Schaden und lässt sich zugleich mehr Schaden bei Angriffen mit dem Lichtschwert bewirken. Komprimierter blauer Lichtschwertkristall. Schauen wir nochmal rein. Was der so kann. Und ich glaube, wir gehen mal wieder hier rauf. Ich glaube schon. So, hat sich hier was getan? Ja. Sehr gut. Na, nicht so geil. Nicht so geil wie der normale blaue, aber ich schaue einfach gerade mal, weil wir haben den instabilen goldenen auch. Den gucken wir uns erstmal an. Oder den instabilen gelben. Instabilen gelben. Ich glaube, mit dem gehen wir mal eine Runde. Boah, der sieht böse aus. Der sieht mächtig auf jeden Fall aus. Kota, ich glaube, ich habe was gefunden. Was? Eine alte Hütte, aber sie ist mir vertraut. Ich spüre Dunkelheit und Trauer. Wende dich ab. Setze die Mission fort. Es gibt Dinge, für die du nicht bereit bist. Was ist da drin? Das weiß ich nicht. Ich habe die Macht verloren. Doch gehst du hinein, bist du allein mit dem, was du vorfindest. Das habe ich dir nie gewünscht. Nichts davon habe ich mir für dich gewünscht. Verzeih mir, mein Sohn. Vater, nein! Juno an Starkiller. Ist alles in Ordnung? Wir hatten kurz den Kontakt verloren. Mir geht es gut, Juno. Ich bin nur etwas durcheinander. Also, ich registriere eine große imperiale Einrichtung direkt voraus. Was ihr sucht, wird sicher da drin zu finden sein. No shit, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Und es war sehr abrupt. Aber ich glaube, wir haben das Holocron gefunden, was wir finden sollten. Von daher, ja. Genau, kleiner Blick in die Vergangenheit. Es war dann scheinbar unsere alte Hütte zu Hause, wo Vader unseren Vater umgebracht hat. Den haben wir ja gerade gesehen. Und wo er uns dann damals mitgenommen hat. Ja, guck mal, eure komischen Schilde, die ihr da habt, die helfen auch nichts, dann scheinbar gegen Explosionen. Machtschild auch noch, ey, das ist doch... Yo, ATS, die mal wieder. Hatten wir lange nicht, aber der hat eine fette Kanone da noch dran. Yo, moin.
Der wurde getuned. Oder was? Pimp my AT-ST. Ey, der ist explodiert, weil ich ihn kaputt gekloppt habe. So, genau. Wir müssen hier auf jeden Fall, das weiß ich noch, müssen wir immer unter Steine auch gucken. Weil ich glaube, es sind hier und da mal unter Steinen auch ein paar Holocrons. Aber sehen wir dann. Yo, macht er Damage. Alla. Also die Typen da oben. Okay, dann sprinten wir mal. Hallo. Hier hin. Aber es steigert leider nur den Damage. Nein, nimm doch mal das, was vor dir ist. Dieses Scheißteil hier. Jo, das hat ihn komplett aus dem Leben genommen. So, weg. Und jetzt auch dich. Kann ja nicht sein, Alter. Naja, dann würde ich mal sagen. Tür auf, Leute. Wir sind da. Ja. So eine kleine Tür kann uns nicht aufhalten. Jetzt müssen wir mal wieder ein paar Dunkeltruppen. Was? Das ist so ein schmales Teil. Ich dachte, wir können einfach draufspringen. Was soll das denn? Oh, hier ist noch eins. So. Ja. Ganz lässig mal eben abgewehrt, die Scheiße. Dich blitzen wir weg. Dich lassen wir explodieren. Und dich da oben holen wir uns auch nochmal eben. Ja, wir rushen ja einfach gerade mal ein bisschen durch, so, weil... Kein Bock, mich mit den Leuten hier rumzuschlagen, ganz ehrlich. Also, die müssen uns ja irgendwie aufhalten. Nicht wahr? Naja, komm, dann prügeln wir uns halt ein bisschen, wenn es das ist, was wir unbedingt wollen. Yo! Kann man hier, ey... Zerstöre den Funkturm. Ist ein optionales Missionsziel. Bonusziel. Ich hätte gedacht, man könnte sich beispielsweise irgendwie ein AT-ST oder irgendwie so ein TIE Fighter könnte man sich nehmen vielleicht. Ey, das war ein bisschen dumm, glaube ich. Ja, das müssen wir ausprobieren, wenn hier nochmal einer langfliegt. Aber passiert, glaube ich, nicht. Schade. Naja, diesen Funkturm sollen wir in die Luft jagen. Okay. Oh, da ist noch ein Holocron. Sehr gut. Unverwundbarkeit. Ja, wofür brauche ich das denn jetzt? Hier ist doch gar keiner. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal hier... Easy. Können wir damit jetzt noch was machen? Nee, ich glaube, das war's, oder? Ciao. Ja, wie sieht ihr nicht an wegen dieses Kackgeländers, glaube ich. Nimm nur mal so, jetzt sollst du mal so eine Explosion mitnehmen und dann mach er das nicht. Das ist, glaube ich, vor allem eine der Sachen, die in Teil 2 besonders besser wird. So die, generell so die Physik und die Smoothness vom Gameplay, sag ich mal. Also, wovon werde ich denn hier abgeknallt? Ach, von dir. Oh, habe ich wohl verfehlt. Okay. So, die Frage ist, wie viele Leute haben wir jetzt übersprungen? Ich hoffe keinen.
Ei, ist ja knapp. Gibt es da oben noch irgendwas? Nee. Ja, dann würde ich mal sagen... Achso, man muss das so machen. Okay, schade. Das wäre jetzt ein coolerer Auftritt gewesen, bin ich ehrlich. Wollt ihr mich erstmal durchkommen lassen, vielleicht? Nicht so, ja? Gut, was habt ihr dann davon? Ciao. So, kann es hier irgendwas geben? Nö. Da oben drauf kann es aber was geben. Ja. So zerstört man mal eben eine Einrichtung, würde ich behaupten. Per Fernseher. Oh, wer bist du denn? Kann ich dich freilassen? Das ist die Frage. Alter! Ja, kann ich. Sehr gut. Alter, was? Was passiert mit dir? Lebst du noch? Ja, komm, steh auf. Okay. Naja. So, die Frage ist, wie komme ich hier weiter? Weil ich meine... hier irgendwas mitmachen? Nee. Warum kann ich das denn jetzt bewegen so? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum soll ich dieses Teil bewegen können? So, ich kann Gläser kaputt machen. Okay, vielleicht habe ich einfach irgendwas übersehen. Lol, hier gibt es Jar Jar Binks als Carbonit eingefroren und hier hockt... Hier ist das Vieh aus Star Wars Teil 6, das kleine Lachvieh von Jabba the Hutt, wie geil! Und das Auge kennt man auch, ist das nicht aus Teil 4 in der Müllpresse? Alles klar, Teil 1, Teil 4, Teil 6, Leute. Beste Easter Eggs ever. Wie witzig ist das denn? Okay, die Frage ist, wie komme ich hier durch, ja? Ich kann einfach reingehen. Ich hätte wissen sollen, dass ein Attentäter kommen würde. Die Tür ist doch versiegelt gewesen, oder nicht? Ja, komm, Leia, sei leise. Ich bin mit Kota hier. Meister Kota ist tot. Er starb über Nar Shaddaa. Mein Vater... Euer Vater? Er ist Kotas Kontakt. Wie lange gibt da Kota schon Informationen über imperiale Ziele? Woher wisst ihr? Meister Kota hat überlebt. Er kam, um euch zu suchen. Gehen wir. Ich kann nicht fort, wenn der Planet versklavt bleibt. Seid ihr wirklich ein Jedi? Dann zerstört die Plattform. Wenn die Himmelsplattform fertig ist, bringt das Imperium Wookiee-Sklaven ins All. Dann werden sie ganze Dörfer in wenigen Tagen verschleppen. Das Imperium repariert sie? Ja, irgendwann vielleicht. Aber die Wookies hätten eine Chance zu fliehen. Fahrt mit dem Lift zum Waldboden hinunter. Es wimmelt dort von Imperialen. Was ist mit euch? Ist noch ein imperialer Transporter an der Landeplattform? Ja, aber ich glaube, der Pilot ist tot. Was soll ich denn mit einem Piloten? Juno, ich habe gefunden, was wir suchen. Typisch Leia, würde ich mal behaupten. Ich muss erst die Himmelsplattform deaktivieren.
Genau. Ich nehme nicht an, dass ich euch das ausreden kann. Nö. Wahrscheinlich nicht. Also gut. Mal sehen, was ich von hier aus tun kann. Alles klar. Dann würde ich sagen, mit den Worten und mit dem Ziel, das nächste Mal die Himmelsplattform zu zerstören und jetzt quasi Leia, die Rebellen schlechthin in unserer Rebellion dabei zu haben, mit einem übelgewitzigen Charakter. General Kota ist einfach geil, muss man sagen, ist ein guter Charakter. Weil er gar keinen Bock darauf hat irgendwie mehr, aber wir zwingen ihn jetzt einfach dazu, an unserer Rebellion teilzunehmen. Ja, würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch mal wieder fürs Zuschauen. Das war's mit einer weiteren Aufnahmesession Star Wars The Force Unleashed. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!